Und herzlich willkommen. Willkommen zu einer weiteren Folge World of Warcraft Mist of Pandaria mit meinem Mönch, dem Naruto. Zum fünften mach ich jetzt. So, wisst ihr nicht, wieso das jetzt ausgelockt war, diese ein Programmpunkt. Jetzt können wir hier uns wegteleportieren zum Tal der Weisheit. Vom Kataklysmus. Dann jetzt nochmal hier die Quest annehmen. Aber wir setzen uns erstmal in Bewegung zum Gipfel. Und der Gipfel ist doch unsere Quest, unsere Gipfel der Ruhe. Ja. Da müssen wir mal gucken, ob das unsere ist. Aber, und ob man nicht wieder hier gleich wieder am Friedhof rauskommt. Wie ging es nicht beim letzten Mal? Also nicht so spektakulär. Geil aus, die nehmen wir direkt mit. Meisterschaft, Möglichkeit, Krieg mit und Waffen. Ich glaube, die mit der Waffenkunde nehmen wir mit. Gehen wir erstmal zu dem hin. Und in unserem, ja, wo müssen wir denn da hin? Ach, da unten. Okay. Können wir hier auch schon fliegen? Nee, leider nicht. Leider nein, leider gar nicht. Gut, dann gehen wir mal zu dem hin und sprechen mit dem Tauren hier. Gut, dann gehen wir mal da in die Mitte. Gehen von unserem Reittier runter und gucken dann, was hier passiert. Ja? Da kommt er schon langsam angetoppelt. Verfolgt er sich? Der ist so riesig. So, so. Dann verfolgt sich. Dann können wir uns da jetzt mal die Waffe abholen und dann kann man in den Kataklysmus steigen. Ja. Oder machen. Mhm. Gucken wir mal, was er wegnehmen kann. Hier ist schon eine Waffenkunde drauf. Die Meisterschaft könnte man hier runterschmieden, sonst muss man sie auch nicht brauchen. Mhm. Waffenkunde wollte mal, ja. Und dann nehmen wir die auch noch an, um den Buff, den wir da bekommen, nochmal zu verdoppeln. Bei zwei Stündchen viel die Pilz, nicht verkehrt. Ne? Bei zwei Stündchen können wir noch nicht rein. Brauchen wir noch ein bisschen. Okay.
Moment, desto besser. Sieht doch irgendwie cool aus. Wenn er nicht mehr vom Löschen ist, dann kann man recht. Und dann muss man den jetzt mal trinken. Mit dem schon da hinten. Das ist jetzt unsere. Ne, wie kann man. Ach, dann fängt es. Jetzt haben wir eine Minute von dem verschwendet. Hat man die direkt zusammen angenommen? Naja, egal. Nicht so schlimm, ne? Ich kann das nicht angreifen. Gucken, wie die Stange dafür ihn tut. Schon mal nicht verkehrt. Das ist ein Kunde. Also wird der Nummer auch noch genug. Das ändert sich ja nicht ganz. Ja, komm, Jo. Mach das hier. Anfängt. Und das Ding. Wir werden durch die Welt mitnehmen. So, jetzt hätte ich nichts mehr sonst machen. Ich glaube, wir wechseln. Verändert sich dann auch immer, egal welche Waffen, indem man die Waffe ändert. Jetzt geben wir die noch ab. Die drei Minütchen die holen wir wieder ein. Und falsches Häuschen. Dojo. Dojo. Nicht zu verwechseln mit Mojo. So. Okay, dann die nächsten. So, jetzt haben wir doch 2 Stunden bekommen noch. So, und jetzt können wir jetzt hier wieder durch die Luft kommen, dann dahin, wo wir hin müssen. Dann können wir wieder gleich fliegen. Ja, dürfen wir noch wunderschön. Wäre ja nochmal verlockt, also ja richtig. Da müssen wir gleich hin. Aber jetzt können wir erstmal gucken, was das Fliegen nochmal hier kostet. Wie viel Fliegen haben wir jetzt? 150, dann kriegen wir 280 und dann später nochmal diese 310, glaube ich. Jetzt ist es 500 Gold billiger. Naja, hoffen wir mal, dass wir da drüben auch noch fliegen können in den Kataklysmus. So, jetzt können wir hier die Quest bei dem Schamanski annehmen. Oder wo der ist? Da ist er, der Kleine. So. Ja, an dem Wasserbecken. So, dann gucken wir uns das mal an. Der Kataklysmus hat uns auch gepackt.
gehe mal die wieder ab, die Quest. Bisschen EP, sehr schön. So, das müssen wir da vorne hin. Ich glaube zum Schäfchen. Kann ja leider nicht schon noch hin anlaufen. Achso, da könnte man jetzt auch ruhig reingehen. Naja, egal, ne? Braucht man nicht. Jetzt erstmal schön da in die Tiefe, heißt die Quest. Meldet euch bei Kommandant Turak in der Messerbucht in Donotar. Oder Durotar, ja. Dönetan, Hotelata, wie auch immer. So. Hier bei ihm Kinder. Sind wir da in dem Turm oder so? Also in dem Turm? Oder auf dem Turm oben? Ne, da. So. So. Nehmen wir das mal an. Und dann nehmen wir die Fähre vorne, glaube ich. Ja, über Stock und über Steine, ne? Bricht die aber nicht das Beinchen, also die Beine. Fliegt die da, die Todesschwinge schon, nein, Quatsch. Das ist Galakas, also heißt der. Ja, jetzt buffen wir uns noch. Würde ich mich ja freuen, wenn wir mal das Türchen haben. Ei, wo ist es denn? Eine ist weg. Ich muss hier warten, bis das Fenster kommt. Bleiben die Gäste. Fahrt auf dem Söldnerschiff nach Schier. Also das ist das nächste Gebiet, wie wir schon wissen, oder jetzt wissen, da kommt das Schiff. Angechippert. Chippity chip chip. Angechippert, Junge. Genüge gewesen. Okay. Hoffentlich stehen wir hier schon richtig. Aha. So. Ab aufs Schiff und dann warten wir hin. Alle hier raufgekommen sind. Ja, ist lustig. Ja,
Ach, Gott. Ja, schreien wir nicht zu, du. So, jetzt gucken wir mal den Video von uns irgendwie. Kann sein, dass hier einer spielt, der da, der Dude. Hey, du. Und da steht einer. Naja, da oben von mir. Da. Ja. Aha. Oder was? Oder zwei. Oder drei. Jetzt springt das Wasser, glaube ich. Ja. Ja, der liebe Jung. So, und jetzt. Ich bin rübergereist. Rising Sun, also. Nein, Quatsch. Yo. Ach nein. Aha. Dieses Land ist die Verbündung, die für uns entscheiden. Ach, da kann noch eine Einsatzkarte. Der Horde. Muss man das auch gleich tun, ne? So, jetzt wollen wir aber auch mal, dass man losgeht, ne? Wir haben uns hier. Was kommt hier? Rüber. Ein Tintenfisch, ein Oktopus, ein Kopfhüchler, ein Kamal, ein Riesenkopfhüchler, ein Kraken. Überlegte Kraken. Den können wir leider nicht angreifen. Wow. Dann schwimmen wir rum. Ja. Sinken runter. Rückwärts. Der so geht man. Hey, ich verliere das Verstand. So, jetzt gleich kommt einer und hilft uns vielleicht. Da ist er, da kommt er. So, wenn man ein bisschen. Angeht. Man kann nichts machen, kann nicht. So, dann nimmt das erstmal mit. So nett wie er ist. So, der ewige Kreislauf. Ne? Können wir jetzt aufstehen? Ja, das macht wunderschön. Dann gehen wir jetzt die Quest ab bei ihm. So, und dann machen wir jetzt mal da, was er von uns möchte. Das wären Salzseesterne und ein Tritonhorn. Das sind hier so Mupfeln.
war das eine neue Art von Unterwassertieren, Mupfel. Ja. Liegen immer faul auf dem Boden rum, machen nichts. Kennt man auch so von anderen Mitbewohnern, So, die haben wir jetzt alle. Wollen wir noch so einen Tretenhorn haben? Das sollten wir schnellstmöglich machen. Das ist das hier, das Tretenhorn. Das mehr, ja. Meinst du, das schaffen wir? Bestimmt. Ja. Auch besonders mit der Berührung des Todes, wenn man der Lippenattacke ist. Nichts mehr weinen, ne? So, dann ist das Tretenhorn. Weiß ich nicht, was man als nächstes noch machen müsste, also nachher. Wäre auf eine Überraschung, ne? Müssen wir erstmal ein bisschen wieder laufen. Aber das seht ihr ja gleich, eventuell. Oder in der nächsten Folge. Denke ich mal. So, jetzt müssen wir hier wieder durch. Das abgeben, was er uns da von uns verlangt hat. Ich hatte uns den Zauber gegeben und jetzt müssen wir 6 erstickende Krieger retten, die hier so rumzappeln und denen so ein Bläschen da verbreiten. Jetzt kann man auch unter Wasser atmen, was ja ein Vorteil ist. Ja, das schaffen wir ganz locker. Wir können ja auch gut atmen jetzt hier unter Wasser. So. Machen wir den hier so ein Schutzbäschen drum. Den da, ja, den Krebs, der Krebs braucht, ey. Der ist halt von Natur aus. Das geht nicht. Bin ich hier drin? So. Auch so ein Bläschen verpasst. Müssen wir mal gucken, dass die Nager hier nicht uns zu nahe kommen. Das war kein Problem, aber erstens ist es schön, wenn man da jedes Mal wieder etwas aufhören muss. Und das Schöne ist wieder, hier ist kein einziger, der uns die Sachen weg nehmen kann. So, der muss hier jetzt kommen. Der ist ja ein bisschen langweilig geworden, ne? So, ist denn in die Region der letzte von drüben? So. Oh. Naja. Hab ich eben schon gesehen, was er gemacht hat. Wir sind alles so, ist alles so Wasserpflanzen, so Gemüse, was hier hochwächst. Ne? So, die schweben jetzt alle natürlich da rein. Da, also, habt ihr was anderes erwartet? So. Na, wir kommen uns hier hinterher. Wir werden euch ein bisschen weiche Block. Was haben wir denn da an Vorräten hier? Achso, hier kann man uns die Sachen kaufen. Schön ist die. Naja, da haben wir das Beste recht. Das ist das. Das ist ein Million. Auch haben wir nichts. Dann haben wir hier Schilche. Ja. Ausweichen, ne, brauchen wir nicht. So, dann. Ja, wir müssen wieder richtig abziehen. Und die Gehirnsbrauch haben wir nicht. Außer Möglichkeit. Und ja, die Rotter haben wir ja eine gute. Haben wir schon einen Gürtel? Nee. Ja, die können wir wieder verkaufen. Dann nehmen wir die Richtung.
fünf Level haben wir denn hier? Ah. Aha. Das ist doch was für den Wasser. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit dieser Folge und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Yoshi und der Naruto. Bis zum nächsten Mal. Ciao mit V. Und